Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test. Und heute ist mal wieder das Gehör gefragt, denn Bloody Rules hat einen Sound für einen 1000er Fan gedroppt. Und wenn man den Kollegen aus dem LOBZ so glauben darf, dann soll dieser Sound rasieren. Und genau das will ich rausfinden mit euch gemeinsam. Wir bauen das jetzt mal eben schnell ein und dann hören wir uns das Ganze mal im Spiel an. Jetzt aber erstmal Step by Step. Erstmal brauchen wir Sound sowie Fahrzeug. Es ist ganz einfach, Bloody Rules heißt der gute Mann, ich gebe Bloody ein, da gibt es nicht viel Option und was wir hier schon sehen ist realistischer Fendt 1000 Vario. By the way, der andere Sound hier ist im 900er von Schnibbelmodding schon mit drin. Schaut euch einfach das letzte Update-Video vom 900er von mir an, das Let's Test, dann habt ihr auch den Sound und wenn ihr da Bock drauf habt, für einen anderen 900er oder whatever, könnt ihr euch den auch hierher ziehen. Wir wollen den 1000er Fendt und hier steht auch sehr schön, neuer Kabinenleerlauf- und Getriebesound von Paul von Schnibbelmodding hinzugefügt. Ich würde den jetzt auch in einen Schnibbelmodding einbauen. Es ist egal, welcher Tausender es ist. Ich würde mir das Beispiel von Schnibbelmodding nehmen. Download Prefab, das haben wir uns erstmal runtergeladen. Dann gehen wir nochmal eins zurück und haben hier auch schon Schnibbelmodding, die Tausender Serie vom 22.06.23. Den lade ich mir hier auch runter. Ihr findet natürlich alles entsprechend auch wieder hier unter diesem Video in der Videobeschreibung. Beides haben wir jetzt und der aufmerksame Zuschauer, der weiß das noch vom letzten Video, wo ich Realismus-Anpassung gemacht habe. Ich habe hier einen Umbauordner. Das heißt, ich nehme mir hier meine beiden runtergeladenen Dateien, den Mod und das Prefab, kopieren, gehe in meinen Umbauordner, rechtsklick, einfügen und dann haben wir die hier drin. Im Download-Ordner lasse ich die mal noch drin. Im Fall dessen, dass irgendwas schief läuft, haben wir da entsprechend noch ein Backup. So, ich mache mir das mal groß. Wir entpacken im ersten Schritt wieder erstmal das Prefab, 7-Zip, also ich nutze 7-Zip, entpacken nach. Und dann ist immer ganz wichtig, dass das auch der, obwohl hier ist es nicht so wichtig, dass der Archivname ist. Beim Mod ist das aber allerdings sehr wichtig. Wir entpacken hier einmal in den Ordner rein. Das heißt, das Prefab können wir löschen. Und beim Vario ist es genauso, also beim Traktor 7-Zip. Und egal welches Programm ihr nutzt, es ist elementar wichtig, dass der entpackte Ordner genau so heißt wie die Zip. Nur eben ohne .zip, versteht sich. Also entpacken nach und dann der Archivname. Seht ihr schon, ne? Der Ordner hier heißt genauso wie die Zip. Die Zip, by the way, können wir jetzt wieder löschen. Wir haben das Backup ja noch im Download-Ordner. Ich mache es wieder so. Ich öffne einmal das Fendt Vario-Pack, öffne mir dann nochmal meinen Umbauordner, pack den an die linke Seite und an die rechte Seite meinen Traktor und öffne hier auf der linken Seite das Sound-Prefab. Hier sehen wir jetzt vier Dateien bzw. ein Ordner und drei Dateien. Eins davon ist README. Die README können wir öffnen. Hier wird nochmal ganz genau beschrieben, was man machen muss. Ist im Prinzip ganz einfach und zwar den Sound verwenden, müssen wir die Ordner, die Dateien rüberziehen und die Sound-XML rüberziehen und müssen dann entsprechend noch in der XML auf diesen Sound verweisen. Also hier auch nochmal in Schriftform. Das bedeutet, wir könnten jetzt den ganzen Ordner rüberziehen. Machen wir in dem Beispiel jetzt auch mal. Normalerweise gehe ich immer rein und kopiere alles einzeln, aber heute machen wir es vielleicht einfach anders. Heute nehme ich mir einfach den Ordner und ziehe den rüber. Also einmal den Ordner, Rechtsklick, kopieren, rüber in den Mod, Rechtsklick einfügen. Ja, ich möchte das ersetzen. Dann nehmen wir noch Icons, Fendt 1000. Ich glaube, das ist nur für den Mod selber. Ich glaube, das ist nicht weiter wichtig. Ein Prefab Desk XML ist meiner Meinung nach auch nicht wichtig. Es geht ja nur um den Sound. Den haben wir jetzt drüben samt der XML. Das bedeutet, den Soundordner können wir zumachen und wir machen uns mal das Fahrzeug entsprechend groß. Sound ist jetzt hier drinne die 1000er XML, auf die wir verweisen müssen. Das heißt hier Rechtsklick umbenennen und jetzt ganz wichtig, einige von euch haben in den Ansichten nicht die Detailansicht an. Was zur Folge hat, dass bei euch die Dateiendungen nicht mit dastehen. Was können wir da tun? Einmal hier in der Ansicht, ne, ihr könnt zum Beispiel jetzt so das haben, Inhalte. Ich meine, da steht zwar auch die Dateiendung, aber wer weiß, wie es bei euch ist. Vielleicht habt ihr das auch nur als Symbole oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich nehme die Detailansicht, denn da habe ich entsprechend meine Dateiendung. Rechtsklick, umbenennen und ganz wichtig, hier alles mitnehmen. Rechtsklick, kopieren. Nehmen wir uns schon mal mit. Den Verweis müssen wir nämlich entsprechend machen.
Dann gehe ich hier wieder zurück und suche mir jetzt die Fahrzeug-XML, die sicherlich irgendwo bei Data liegen wird. Genau, dann haben wir Gen 2, Gen 3 und S4. Ihr könnt das jetzt in jeden dieser drei einbauen, weil dieses Pack von Schnibbel Modding drei Varianten hat. Und zwar diesen S4, Gen 2 und Gen 3. Wir nehmen uns jetzt einfach mal den Gen 3 her. Ich öffne das im Notepad++. Und suche mir jetzt, Steuerung F, Sound, den Bereich, wo es um den Sound geht. Und das ist hier. Der Mod selber lädt schon aus dem mod-eigenen Soundordner, allerdings hier die falsche XML. Und bedenkt, wir haben uns die ja gerade kopiert. Das heißt, ich selektiere all das, inklusive der Punkt XML, Rechtsklick, einfügen. Dann haben wir nur noch 1000 XML. Bitte gut aufpassen, ob hier irgendwo ein Leerzeichen noch dazwischen ist. Es dürfen hier keine Leerzeichen sein. So wie es jetzt ist, sollte das passen. Wir speichern hier oben ab und können die XML wieder schließen. Im letzten Schritt gehen wir wieder an die Wurzel zurück hier bei uns im Fend, im Mod. Selektieren alles, Rechtsklick, in meinem Fall 7-Zip, hinzufügen zu. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, kein 7-Zip, kein WinRAW oder sonst was, sondern Punkt ZIP. Es muss eine ZIP sein und weil wir die ZIP-Datei, die originale, ordnungsgemäß entpackt haben, wird und der Ordner genauso heißt, wie die ZIP vorher hieß, packen wir das Ganze auch wieder als ZIP zusammen. Jetzt einmal Rechtsklick kopieren, geht in unseren Mod-Ordner rein, Rechtsklick einfügen und ich habe ihn eingefügt. Ja, das bedeutet, ich schließe mir jetzt hier erstmal mein Lenkrad an. Und wir sehen uns im Spiel wieder. So, Freunde, ich sitze im Cockpit, denn ich will das Ganze jetzt natürlich nicht nur hören, sondern auch erfahren. Hinten dran 46 Kubik, also wir gehen jetzt richtig in die Last rein. Starten wir mal. Und können wir eigentlich ausblenden, hat irrelevant, es geht ja nur um den Sound. Und dann rollen wir mal los. Es ist brachial. Ich mache nur ein bisschen. Wir geben dann auf der anderen Straße aus dem Let's Test, ihr kennt's, geben wir dann Gas. Junge, Junge, Junge. Bloody Rules. Bloody Rules. Okay. Hier stoppen wir. Ich übergebe an den Tempomaten. Eingestellt sind 66 km/h. Auf geht's. Schwede. Das ist mächtig. Ich möchte jetzt einmal über Geschwindigkeit halten gehen.
Wir machen mal ein Tempomat auf 50. Dann kommt er, oder sagen wir 40, dann kommt er vielleicht eher mal zur Ruhe. Sonst haben wir halt nur das Lastgeräusch. Das ist halt geil, keine Frage, aber, ne? So klingt das, wenn wir abtouren. Ich gebe mal auf 50. Mega geil. Ich drehe jetzt mal ein bisschen den Sound nach unten und wir lauschen mal von außen, würde ich sagen. Dazu sagen, ich habe die Motorsounds auf 100%. Das können wir vielleicht mal noch testen, weil dieses Übersteuern kann durchaus durch meine Einstellung kommen. Niemand Normales hat die Fahrzeuglautstärke so weit oben. Außer ich. Unterschwellige, oder unterschwellig ist es gar nicht, aber dieses Brummen. Die Kraft, die dann da rauskommt. Alter Verwalter. Also, ich muss sagen, ganz ehrlich, ich muss sagen, es ist ein ultra, ultra kraftvoller Sound. Getriebesound ist mit drinne. Du hast Kraft, du hörst, es ist ein Tausender. Du hörst, es ist ein Tausender und es ist auch nochmal definitiv der Unterschied zum 900er. Absolut da. Dicken Respekt, ganz saubere, coole Arbeit, Bloody Rules. Vielen lieben Dank für den Sound und auch eine sehr schöne Zusammenarbeit mit Schnibbel, denn so entstehen halt aktuell wirklich Fans, die wunderbar sind. Also von mir ein dickes Däumchen nach oben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir gerne auch ein Däumchen. Schreibt eure Meinung zum Sound in die Kommentare und vor allem klickt die Links, ladet es euch runter, baut es ein, probiert es aus und genießt es einfach. Freunde, ich genieße jetzt mein Wochenende. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.